So, es geht mal wieder um einen Launch-Monitor und dieses Mal geht es um dieses kleine schwarze Gerät hier, den sogenannten Rapsodo. Ja, der Rapsodo ist ein Launch-Monitor, wir werden ihn gleich testen und dann mal sehen, was das gute Stück alles so kann. Was ich schon mal ziemlich cool finde, erstens, er ist ziemlich klein und handlich, es ist alles integriert, man klappt einfach an der Seite ja, so ein Stativ auf, hier vorne stellt man sein Handy rein, zeige ich dir gleich nochmal genauer. Und an der Seite hat er einen An- und Ausknopf. Das ist alles, was das Gerät bis jetzt hat. Was ich aber richtig gut finde an diesem Teil, so der erste Eindruck auf jeden Fall, ist diese mitgelieferte Tasche. Denn die hat hinten so einen Karabiner, den du wunderbar an dein Golfbag ranmachen kannst. Das heißt, es ist sehr praktisch, es ist sehr klein und du kannst diesen Rapsodo wunderbar immer mitnehmen zum Training. Du vergisst ihn praktisch gar nicht, wenn du deine Golftasche im Golfclub lässt. Und was das kleine Gerät alles so kann, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. So, hier siehst du einmal, wie man das Handy mit dem Rapsodo verbindet. Unten am Rapsodo, wenn du die Klappe hochklappst, siehst du hier diese Kante. Dort wird dein Handy hineingestellt und dann positionierst du den Rapsodo ungefähr 2,5–3 Meter hinter deinem Ball, also in der Verlängerung deines Balles. Wenn du einmal schaust, siehst du die App von vorne. Ja, spiegelt sich gerade alles ein bisschen, aber so sieht die App in groß aus. Das heißt, du hast einige Daten, welche genau, werde ich dir gleich zeigen. Und was man auch hier unten schon sieht, diese Alignment Line, das ist praktisch die Linie, auf der dein Ball positioniert sein soll. Bevor es aber losgeht, muss ich natürlich noch ein paar Einstellungen einnehmen und das können wir mal zusammen durchgehen. Ja, ich habe jetzt das Eisen 7 rausgesucht, das heißt, schön bunt hier alles, gefällt mir persönlich sehr gut. Ich drücke einfach auf 7 Iron. So, jetzt ist es eingestellt. Und jetzt kann es losgehen. Den Rapsodo, wie gesagt, in der Verlängerung des Balles ideal platzieren. Und dann einfach mal ein paar Bälle hauen. So, das Schöne an dem Rapsodo ist genauso wie auch bei vielen anderen Launch-Monitoren, dass man ihn natürlich auch indoor benutzen kann. Und wie du siehst, habe ich jetzt mal das Netz zugezogen und das Tor runter gemacht, um einfach mal zu testen, ja, wie der Indoor funktioniert. Dazu ist im Grunde genauso wie auch Outdoor. Man stellt den so auf, wie das Gerät es ihm vorgibt. Und wie du siehst, hier liegt mein Ball. Ja, das ist auch genau eingezeichnet auf dem Telefon. Das nennt sich dann Ball Area. Also in einem bestimmten Bereich, den dir der Launch Monitor vorgibt, musst du deinen Ball legen. Dann hast du die Alignment Line, also die Ausrichtungslinie für deinen Körper. Und dann hast du die sogenannte Player Area. Das heißt, da solltest du dich dann in dem Bereich befinden. Du kannst das im Grunde immer nachchecken, wenn du aus deiner Standposition auf dein Telefon schaust. Da kannst du dann zur Not auch nochmal nachjustieren, wenn das nicht genau passt. Ich habe jetzt Eisen 7 eingestellt. Ja, man kann mit dem Schläger direkt vor das Gerät gehen. So 4 bis 5 Inches, sagt er, also so ungefähr 5 cm davor halten, dann springt es automatisch um. Oder ich habe es jetzt manuell gemacht, habe einfach das Eisen 7 eingegeben und dann wollen wir mal schauen, was er mir so ausspuckt bei Indoor-Schlägen. Distance is 128 meters. Ball speed is 165 kilometers per hour. Launch angle is 22.7 degrees. Okay, also, er hat mir jetzt die genauen Zahlen gesagt, die er berechnet hat. Kann ich jetzt natürlich nicht genau nachprüfen, weil logischerweise das Netz im Weg war. Also oben links 128 Meter, Speed 165 km/h und Abflugswinkel 22,7 für ein Eisen 7. Völlig in Ordnung. Und ja, nun werden wir da mal schauen, wie sich die Zahlen widerspiegeln, beziehungsweise wie der Vergleich ist mit nach draußen schlagen, beziehungsweise dann auch mit dem professionellen Flightscope. Ja, wie versprochen, werde ich jetzt nochmal vergleichen den Flightscope, den ich in meinem Unterricht benutze, zum Fitting oder auch für Längenmessung mit dem Driver oder auch fürs kurze Spiel mit dem Rapsodo und werde dir gleich einfach mal die Daten zeigen. Mal sehen, wie groß der Unterschied zwischen den beiden Geräten ist. Speed is 191 kilometers per hour. Launch angle is 19.3 degree. Okay, wenn ich mir jetzt die beiden Geräte mal angucke oder beziehungsweise mal die beiden Werte anschaue, dann habe ich jetzt bei dem Rapsodo
eine Distanz von 159 Metern total, also 160 sagen wir mal. Bei dem FlightScope habe ich eine Carry-Distanz von 155 und mit Roll dann 170. Da der aber auch auf harten Boden eingestellt ist, kann man da noch ein bisschen was abziehen und dann ja, verändert sich auch automatisch die Rolldistanz und ist dann bei 159,6. Wir haben jetzt auf Medium eingestellt, das heißt, es ist ein bisschen feuchter, ein bisschen nasser, also ziemlich identisch. Speed hat er jetzt hier beim Rapsodo 191 km/h. Das hat der FlightScope nicht, der hat 194 km/h, also ein Unterschied von 3 nur. Launch Angle, also Abflugswinkel mit dem Eisen 7, war jetzt bei 19,3 bei dem Rapsodo. Beim FlightScope bei 20,4. Also das war ein Grad. Ansonsten sind die ziemlich identisch. Und das für so ein kleines Gerät in dem Preissegment ist richtig, richtig gut. Also das heißt, er misst ziemlich genau. Ich würde sagen, wenn man über einen längeren Zeitraum Bälle schlägt, ist vielleicht eine Abweichung von 5-10% da. Und das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass das so dicht beieinander liegt, die Werte. Also definitiv richtig gut, das Gerät. Ja, ich habe jetzt einfach mal ein paar Bälle geschlagen und ich möchte dir ganz gerne mal zeigen, was das Gerät noch so Schönes kann, beziehungsweise was nach den 5 Bällen einfach passiert ist. Ich habe jetzt hier meine Session von eben. Ja, da siehst du die Zusammenfassung. Schlag 1 bis 5. Von unten nach oben gesehen. Ganz oben in dem dunklen Bereich sieht man, wo die Bälle aufgekommen sind. Und da siehst du, dass sie relativ nah beieinander sind, aber alle etwas rechts von der Mitte. Denn diese gestrichelte Linie zeigt mir die Mitte an. Und hier bei Smash und Shot Type sieht man auch immer, wie gut ich die Bälle getroffen habe. Also die Mittigkeit des Treffens, der Smash-Faktor bzw. auch Air wie Right. Da sie auf Englisch eingestellt ist, also zeigt mir das ganz genau, dass mein Ball immer ein bisschen rechts geflogen ist. Natürlich zeigt es mir auch die Club Speed, die Ball Speed und meine Distance. Das sind alles Carry Distances, also Distanzen. Und das ist auch ziemlich genau gewesen, weil aufgrund dessen, dass ich nach draußen geschlagen habe, konnte ich auch sehen, wo die Bälle aufgekommen sind. Ich kann hier oben nochmal rüberwischen und dann sehe ich auch die Flughöhe meines Balles, was ich auch ganz interessant finde. Ja, und nochmal genau in dem Bereich, wo sie aufgekommen sind. Also eigentlich eine ziemlich coole Zusammenfassung. Jetzt gehen wir nochmal weiter durch das Menü hindurch. Und dann gehe ich mal unten auf den Play-Button. Und dort sieht man dann verschiedene Möglichkeiten, unter anderem Practice oder ich kann auch verschiedene Competitions machen. Closest to the Pin steht hier jetzt bei Torrey Pines Hole 3, also Loch 3. Ja, ganz spannende Geschichte, aber ich würde dir ganz gerne nochmal die Games zeigen. Und zwar oben siehst du, dass ich im Moment im Practice-Modus bin. Ich klicke aber mal auf Games und dann siehst du dort zwei verschiedene Varianten des Spiels. Einmal Closest to the Pin und einmal Longest Drive. Wollen wir jetzt mal Closest to the Pin machen, also draufklicken. Unten kommt dann die Möglichkeit, das alleine zu machen oder gegen andere zu spielen. Ich bin aber alleine, also mache ich das mal alleine. Und ich möchte gerne die Session starten. Dann kann ich wieder mein Eisen auswählen, das machen wir gleich. So, bevor du losgehst, musst du immer die Driving Range einstellen sozusagen. Also das sagt dir dein Telefon dann auch. Da musst du dann mit dem Finger da so ein bisschen hin und her drehen, so dass das Gerät auch weiß, in welche Richtung du schlägst. Jetzt habe ich eingestellt, jetzt kann ich die Fahne noch hin und her schieben und mir eine verschiedene Distanzen aussuchen. Ich versuche mal 65, okay, 67 Meter. Oben stelle ich dann ein, welchen Schläger ich brauche. Ich nehme das Sandwedge. Und dann würde es auch losgehen. Er zeigt dir also nochmal genau an, Sandwich ist eingestellt, 67 Meter ist die Distanz. Und dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze so funktioniert. Distance is 69 meters. Ball speed is 109 kilometers per hour. Launch angle is 36.4 degree. Okay, also richtig cool. Er sagt mir immer direkt nach dem Schlag die Distanz an, die ich geschlagen habe. Ich hatte ja eingestellt 67 Meter für das Closest to the Pin Game. Und ja, die ersten, da hatte ich ein bisschen Probleme, aber er hat mir immer genau die Distanz gesagt, wo der Ball aufgekommen ist. Er sagt auch die Abweichung an. Die meisten Bälle waren leider rechts. Das sagt er auch. Der letzte war zum Beispiel 8 Meter rechts. Das steht auf dem Display mit drauf. Sieht 69 Meter Distanz. Also der war schon relativ nah dran. Ich finde das persönlich ein richtig cooles Game, dass man das so einstellen kann.
um einfach zu sehen, wie weit schlage ich, beziehungsweise an welchen Dingen muss ich noch trainieren. Also, Practice Games, Long Drive gibt es, Short Game Closest to the Pin, klasse Sache. Gerade um diese kurzen Schläge zu trainieren, ist das richtig gut, um ein Gefühl für die verschiedenen Distanzen zu bekommen. Ich habe den Rapsodo jetzt mal in der App umgestellt und zwar so, dass ich mich auf dem Bild jetzt sehe. Das heißt, ich sehe jetzt meine Bewegung, die sehe ich jetzt alle, was ich mache, so mit der Hand winken oder auch mit dem Schläger davor. Das sehe ich jetzt alles auf dem Bildschirm auf meinem Telefon. Ich habe das jetzt so ausgerichtet, dass da ist ein gelber Strich drauf. Ich zeige dir das gleich nochmal. Dieser ist dann in der Verlängerung meines Balles positioniert und ich selbst stehe jetzt in einer Art blauen Feld, welches auf dem Telefon dargestellt ist. Das Schöne ist jetzt, wenn ich den Ball geschlagen habe, dann sehe ich danach eine rote Linie, wie mein Ball geflogen ist. Also, ich mache das einmal vor. Der Ball flog jetzt nach links, habe ich mal ganz bewusst gemacht. Und ja, da konnte man jetzt sehen, das zeige ich dir nochmal, ich mache nochmal ein, weil es umgesprungen ist. Ah, der flog jetzt gerade. Genau. Und hier kann man das dann nochmal genau sehen. Die Balllinie in Rot gezeichnet. Und ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Angelegenheit, dass man seinen Ballflug verfolgen kann, dass du dann wirklich siehst, okay, Ballflug nach links, das hast du natürlich gesehen oder ich jetzt als Spieler. Und das Gerät gibt mir das auch nochmal ja, ziemlich genau wieder. Also ich sag mal so zu 90% passt das schon. Das ist schon sehr, sehr gut. Ich hatte dir ja schon gezeigt, dass es verschiedene Games und Practice-Möglichkeiten gibt. Aber ein Game habe ich dir noch nicht gezeigt, also einen Spielmodus sozusagen, um dein Training ein bisschen ja, interessanter zu gestalten, um mehr Spaß dabei zu haben. Also, Closest to the Pin hatten wir, das heißt kurze Schläge, verschiedene Distanzen. Dann gibt es noch Longest Drive und auch da gibt es wiederum zwei Möglichkeiten, die man einstellen kann. Einmal den Singleplayer-Modus, also wenn ich alleine trainiere, oder den Multiplayer, das heißt, ich kann auch mit einem Kumpel oder Bekannten halt ein bisschen gegeneinander zocken, was zum Beispiel Länge betrifft beim Driver. Da ich jetzt aber alleine hier bin, stelle ich mal Singleplayer-Modus ein und dann sagt er mir, dass ich wiederum einmal meine Location confirmen muss, also bestätigen muss, wo ich bin. Dann draufdrücken, confirm und dann geht das auch schon los. Driver natürlich ist eingestellt. Und dann sehe ich die Driving Range vor mir und dann würde ich sagen, lege ich einfach mal los und guck mal, wie die Werte sind. Denn auch hierfür habe ich wieder das Flight Scope eingestellt und werde mit dem mal vergleichen. Ball speed is 240 kilometers per hour. Launch angle is 11.5 degree. Okay, Distance hat er jetzt gesagt 220 Meter. Der Flight Scope sagt 221 Meter. Das passt super. Ball speed hat er 240 km/h. Das hat der Flight Scope, hat Ball speed 240 km/h. Also es passt. Ich werde nochmal einschlagen und werde mal gucken, wie es dann ist. Beim zweiten Versuch. Distance is 235 meters. Ball speed is 240 kilometers per hour. Launch angle is 12.1 degree. Also auch hier wieder der Vergleich. Rapsodo zum Flight Scope ist fast identisch, sind 1 bis 2 Meter Unterschied in der Distanz gewesen. Der hatte 235, mein Flight Scope hat 234. Also das finde ich schon
richtig, richtig gut. Und vor allem das Schöne bei diesem Game ist natürlich auch wieder, dass man es gegeneinander spielen kann, wie ich ja schon erwähnt hatte. Und man kann verschiedene Modi einstellen, beziehungsweise man sieht ganz deutlich auch, aufgrund dessen, dass die Driving Range hier auf dem Bild ist, sieht man auch wieder ganz deutlich die Abweichung. Also auch sehr, sehr gelungen für das eigene Driver-Training. Ja, wie fällt nun mein Fazit aus zu dem Rapsodo? Richtig gut. Also ich muss sagen, das ist ein klasse Launch-Monitor für die Summe, die man dafür bezahlen muss. Ist jetzt natürlich kein Trackman oder Flightscope, ist klar. Aber wie du ja gesehen hast, haben sich die Daten nicht so stark unterschieden. Der Flightscope und der Trackman können natürlich immer noch ein bisschen mehr und noch einen Ticken genauer messen, haben natürlich noch andere Dinge drin, wie Putten zum Beispiel. Aber ich muss sagen, für das Geld und die Größe ist das ein richtig, richtig guter Launch-Monitor. Er ist ja klein, er hat so eine Tasche dabei, die man, ja, das ist im Grunde so groß wie ein Laser. Das heißt, die Tasche ist genauso groß wie beim Laser, die kannst du dir an dein Golfbag hängen oder in dein Golfbag reintun. Die App ist klasse gemacht. Man hat bei der App verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann man natürlich ganz stupide trainieren. Zum anderen hast du ja auch verschiedene Games, die ich dir gezeigt habe. Und dann ist es so, du kannst auch noch ja, dich mit Coaches verbinden. Du siehst deine Statistiken ganz genau und da sehr gut dargestellt, sehr schön bildlich dargestellt. Du siehst die Höhe deines Ballflugs. Also du kannst alle möglichen Dinge wunderbar erkennen. Und wie ich finde, zeigt er auch die Dinge an, die für mich als Golfer wichtig sind. Da hatten wir einmal, klar, Schläger, du stellst den Schläger ein. Dann haben wir die Distanz, dann haben wir die Ballspeed, Clubspeed, den Smash-Faktor, also die Mittigkeit des Treffens. Und dann haben wir die Abweichung, also das heißt den Launch-Angle, das ist die Abflugshöhe. Und natürlich auch nach rechts oder links, das zeigt er dir auch an. Mein Fazit. Das Gerät hat mich voll überzeugt, würde ich mir als Amateur auf jeden Fall zulegen, immer in meiner Tasche dabei haben. Es bereichert das Training, das eigene Training um 100% bestimmt. Wegen dieser ganzen Spiele, wegen dieser absoluten Genauigkeit, paar Meter Unterschied zu den ganz großen, teuren Geräten, aber das ist völlig in Ordnung. Mein Fazit nochmal, absolut empfehlenswert. Und ja, das ist bis jetzt der beste Launch-Monitor, den ich getestet habe in diesem Preissegment. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen zu dem Rapsodo Launch-Monitor. Und wenn du noch gerne mehr über Golf wissen möchtest, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn du unseren Golfstunde-Podcast abonnierst, den du auf eingängigen Plattformen oder Podcast-Plattformen findest. Da reden Christoph und ich jeden Freitag über verschiedene Themen im Golf. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast zu Themen, kannst du uns die natürlich gerne schicken. Das ist überhaupt kein Problem. Und natürlich gibt es auch auf YouTube noch weitere Videos zum Thema Golf. Demnächst kommt auch mein allererstes Buch raus, der Golfschwung mit dem Driver. Dort geht es darum, Konstanz und Länge in den Drive zu kriegen. Und da sind natürlich auch solche Launch-Monitore drin erwähnt. Und wie gesagt, auch der hilft dir, dein Driver-Training zu verbessern. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und ja, also bis dahin, mach's gut und bleib gesund.